Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen bei Mannerlords in der schönen Stadt Duisburg. Ich habe mir gerade noch am Ofen den Finger verbrannt, deshalb muss ich manchmal in meinen Schritt packen, weil da ein Kühlakku ist. Eingewickelt. Aber sonst baue ich an der Siedlung weiter. Ach, das ist wieder so typisch für mich. Also nicht die Siedlung, sondern da ich mich jetzt noch eben verbrannt habe. Da koche ich nach Ewigkeiten mal was und es ist schon gleich nicht Ewigkeiten. Räuber in der Nähe 131. Ja, wir kriegen nachher noch das Problem, dass die Räuber und Banditen rüberkommen. Ich habe keine Ausrüstung, um die Lage zu verbessern. So, mach daraus mal ruhig ein Stall. Ich finde ehrlich, dass das Spiel relativ dunkel ist. Ich habe darüber mit jemandem gesprochen die Tage. Da hieß es, dass die Nachbearbeitungsqualität dafür verantwortlich ist. Ja, ist es sogar. Jetzt finde ich es aber ziemlich hell. Jetzt ist mir zu viel Sonne. Komisch, ne? Das sieht aus, als wenn eine Vignette gebildet wird dann, wenn man das anmacht. Und so sieht es aus, als wenn es kaum Schatten geben würde. Okay, es ist jetzt eh gerade regnerischer Tag. Okay, der Marktplatz geht bis nach da hinten sogar noch. Ich muss sagen, wir haben nicht die schönste Siedlung vom Aufbau her. Das wird sich bestimmt noch besser mit der Zeit bei mir. Ich brauche mehr Leute für meine Miliz. Beeren, zwei Brot. Beeren sind saisonal, aber jetzt total abgeerntet. Für Kräuter sammeln, jetzt anbauen, bringt mir auch nichts. Jetzt hat der wieder hier angefangen, mehr wilde Tiere. Also ich habe das Gefühl, dass wenn du neu startest, beziehungsweise ein Safe-Game lädst, dann nimmt er das ganze Zeug raus, zum Beispiel mit den Baureserven. Dass nicht so viel Bauholz verbraucht wird und so weiter und so fort, wird alles einfach negiert. Im Moment noch in der Version. Hoffen wir mal, dass das noch zukünftig in irgendeiner Form gefixt wird. Also es ist ja trotzdem dann Early Access, aber ihr wisst, was ich meine. Hat jetzt so schnell den Brot... Also, oh mein Gott, Importpreis 12. Also selbst wenn du irgendwas importieren würdest, du kannst dich ja damit gar nicht versorgen.
Endlich, der Regen endet. Die Sonne kommt raus. Ein wundervoller Tag beginnt. Ja, man kann auch Tag-Nacht-Wechsel übrigens anmachen, der aber keinen Effekt hat auf das Spiel selbst. Das ist eine reine optische Geschichte. Und es ist genauso wie bei Spielen wie City Skylines oder so. Nacht macht keinen Sinn. Also man sieht halt einfach nichts mehr. So, 65 Eisenbarren. Da fehlen einfach die Bretter. Aber wir haben gleich die Anzahl Sperre erreicht, dann würde ich das eigentlich mal ändern. Also Schilde haben wir schon genug. Wir können also in der Tischlerei vielleicht mal umbauen auf kleine Schildeproduktion. Hier haben wir ja schon darüber gesprochen, dass Produktionsfokus-Sachen können nicht gestoppt werden. Also sie bauen einfach durchgehend, also musst du es halt irgendwie liefern und den Leuten bereitstellen. Warum führt Thomas gerade einen Ochsen? Warum hat Thomas so einen komischen Hals? Jetzt meckert der Hund auch wieder. So, da kann es erstmal brach liegen. Das wechselt ja nachher. Hier geht es wieder auf Weizen zurück. Gerade ein bisschen irritiert. Wird das jetzt dieses Jahr noch sein? Also ist gerade der Weizenprozess noch drin und hier? Weil wir sind ja eigentlich noch im November. Weil die sehen ja gerade nochmal aus. Was irgendwie auch komisch ist, weil es ist doch Aussaat von Nutzpflanzen. Okay. Dann ist das erstmal so. Apfelgarten braucht 3 Jahre. Nein. Oh, das kannst du auch nicht abbrechen, wenn du einmal drauf geklickt hast. Also wenn du den auf die nächste Stufe pushen willst. Mal zurück auf 2. Thank you.
Okay, du hast jetzt 49 Sperre plötzlich, also du hast sehr viele Sperre produziert. Dann wechsel mal bitte auf Seitenwaffen. Ah ne, Fußsoldat. Dann brauchen wir die Äxte. Und soll ich aufstehen? Was meinst du? Das sind Stangenwaffen. Wo kommen denn die Äxte her? Das ist die Seitenwaffe. Aber das ist hier als Schwert dargestellt. Und hier ist das als Axt dargestellt. Ist also auch nicht so durchgehend. So, ich muss mal kurz den Hund einfangen. Entschuldigung dafür, dass du hier so einen Krach machst. Mach mal. Sag mal Entschuldigung. Hm, was ist los, Meckerliese? Du bleibst jetzt hier bei mir. Geil, als mein Feueralarm vorhin anging, hat er auf nichts reagiert. Hauptsache jetzt so einen Aufriss hier machen. Ist doch schade, dass es keine Übersicht gibt für... ...für Produktions-Input-Output, also wie schnell was produziert wird. Es gibt keine Reiter. Deshalb... Wie effektiv ist so eine Werkstatt? Aus wie viel... Stahl, also okay, ich mache aus zwei Stahl eine Seitenwaffe, aber anscheinend, aber plötzlich habe ich irgendwie dann ganz viele Waffen. Wo kommen die plötzlich her? Also eingekauft wird das nicht. Oder einfach mal ein Pferd. Denken wir, das Pferd wird genauso wie ein... ...wie ein Ochse sein. Vielleicht, ich weiß es nicht. Mal gucken. Ja, was ist das? Dreh dich. Ich muss gar nicht meckern. Kannst du dir auf meinen Schoß legen. So, die nächste Stufe erreicht. Was sollten wir als nächsten Punkt haben? Produziert besser Brot. Reduziert den von Dürren verursachten Schaden. Roggenanbau. Schaltet die Feldfrucht Roggen für Felder frei. Ähnlich wie Weizen kann Roggen zu Mehl gemahlen werden. Er ist jedoch widerstandsfähig und kann dadurch auf Böden mit geringer Fruchtbarkeit gepflanzt werden. Kohlerei. Oder die Rüstungen. Ach komm, ist ja auch jetzt egal. Kohlerei ist effizienter als das Brennholzding. Wobei ich denke mal, Brennholz wird dann weitergereicht in die Kohlerei. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Wir müssen auch immer noch unseren Sitz bauen. Kohlemeiler. Wandelt Brennholz in zwei Einheiten Holzkohle. Und fackelt bestimmt unser halbes Dorf ab, wenn wir nicht aufpassen. Aber Feuergefahr gibt's ja noch nicht. Ha! Also im Moment ist es egal, in Zukunft wird es bestimmt problematisch sein.
Ihr packt das alles schon. Pfeilmacher hat auch so viel verbraucht. Eichenhau wird beansprucht. Sagen wir mal, woher soll ich denn wissen, welches Gebiet Eichenhau ist? Nur mal so. So. Das hier unten wird beansprucht. Ich könnte das Problem auf dem Schlachtfeld lösen. Aber bringt ja nichts. Also der beansprucht andere Gebiete. Halt mit Einfluss vielleicht. Irgendwas wird er dafür verwenden. Ich glaube, der ist mir waffentechnisch einfach überlegen. Noch. Deshalb kann ich mich da nicht einmischen. Fruchtbarkeit könnt ihr beide das mal durchziehen. Okay, die Mühle wird nicht umschlossen. Wie das bei ganz vielen anderen Gebäuden gemacht wird. Wahrscheinlich, weil das rund ist. Da verstehe ich auch nicht, warum man nicht mehr Bezugspunkte machen kann. Also ich, warum kann ich nicht, ja, halt sag ich mal, um das Ding herum das legen. Warum müssen es immer genau 4 Bezugspunkte sein? Mit diesem automatischen Anklicken hier an der Seite. Bzw. dranhaken. Der Marktplatz kann ein bisschen größer werden hier, das habe ich dir gesetzt. Mein Herrschaftssitz werde ich dann hier oben neben der Kirche machen, wie sich das gehört. Für einen großen Anführer.
So, in 50 Tagen greifen uns die Banditen an. Ja, waffentechnisch habe ich alles hergestellt, was ich eigentlich gebraucht habe. Ich könnte jetzt ruhig mal Werkzeuge herstellen und hier die Holzteile. Es gibt auch keine Option, in der Übersicht direkt anzeigen zu lassen, wo... Speicher bitte nochmal. Hier unten schließen. Hallo, ihr seid zu früh. Bogenschützen aufstellen. Das waren nicht mal die Banditen, die uns angreifen sollten. Einfach irgendwelche Wilde gewesen, die mal eben hier aus dem Wald rauskamen, weil die dachten, hier gibt's leicht Beute zu machen. Das Huhn Dorothea wartet. Dem in Ziegel umwandeln, Gerste in Malz, ja, Gerberei haben wir ja stehen, Weberei haben wir nicht stehen, weil wir keine Wolle haben im Moment, Färberei. Bären zu Farbstoffen, aber das werde ich wahrscheinlich erst brauchen für die nächsthöhere Bevölkerungsgruppe, oder? Ja, und ich brauche Lehm, um die nächste, also um die Kirche zu bauen, beziehungsweise die Steinkirche. So, willkommen im Burgplan. Diese Funktion ist derzeit noch in Arbeit. Hier könnt ihr den Grundriss eurer Burg bearbeiten, den Bau neuer Flüge, Türme planen. Wenn ihr auf Bestätigen drückt, verschwindet der alte Grundriss und wird durch den neuen ersetzt. Im Moment sind die Kosten fix. Ich sehe schon. Let's go.
Leider ist die Begrenzung ein bisschen dunkel. Ah, damit kann ich das erweitern. Alt, platziertes Modul entfernen. Mauern und Tore. Wird das 50 Bretter kosten? Machen wir es erstmal einfach so, damit ich die Verwaltung habe und das alles darüber hinaus, weil irgendwie 60 Bretter auszugeben für einen Lattenzaun, sehe ich einfach nicht ein. Das ist mir einfach für ein zu hoher Invest für sowas. Also verhungern tut noch keiner. Kann aber dazu kommen. Warte mal bitte mehr in Holzkohle um. Komm, nimm den Marktplatz da weg. Sind zwar nur noch drei freie Marktstände hier auf. Aber es muss erstmal reichen noch. Wir transportieren den ganzen Scheiß da noch hoch. Ich meine die Sachen. So, kommen die Feinde über die Grenze.
Rein in die. Okay, wenn die einen Winkel haben, aus dem die noch Feinde sehen, schießen die auf die. Also muss die eigentlich nur blocken und in den Nacken rein von denen. Also Tote wollen einfach. Viele Leute können nicht erschossen werden. Richtiges Familienspiel. So, die Felder sind gedüngt für den Sommer, Frühling. Bauholz. Der legt sich dann auch nicht darum. Naja, dann ist das so. Das wird irgendwie nur eine Hofstätte. Naja, immerhin kann ich da ein Zusatzgebäude noch dran setzen anscheinend. Ach, ihr macht das schon. So. Da ballert der Flug. Aber nur über ein Feld. Es gibt noch keine Leichenanimation, beziehungsweise sie tragen hier gerade eigentlich eine Leiche weg, aber hier auch, aber es gibt keine kein Körper. Tja, Krieg ist scheiße. Krieg bleibt immer gleich, Leute. Setz dir mal hier in der Gerberei ein. Ja, kann sich ausschalten. Richtig beschiss. Entschuldigung.
So eine Sägegrube ist immer meckern, dass das Lager voll wäre, obwohl das halt einfach nur er sägt halt gerade. Lager ist ja gar nicht voll. Man könnte natürlich dann einfach anfangen, Hämmer zu verkaufen oder die Holzteile. Da kriegt man wenigstens 5. Aus dem Export 5 Exportpreis. Importieren kann man die nicht mal, die Holzteile. Kaufen oder verkaufen, bis der gewünschte Überschuss erreicht ist. Ach so. Das Eisen komplett abgebaut. Immer sind beide Felder schon gepflügt und beide kriegen jetzt ihre Aussaat. Scheint dieses Jahr also ein bisschen besser zu laufen. Schön, dass ihr immer noch schürft, aber ich glaube, ihr erzeugt jetzt nichts mehr, weil es gibt kein Eisen. Juhu, mein Herrenhaus ist fertig. Ach komm, euch geht's gut. Haben wir noch 2 Dienerfamilien. Und wir können die Steuern eintreiben. Und haben einfach 1,6k Einfluss nun. Können wir anfangen, Gebiete zu beanspruchen. Und weitere Dörfer aufzubauen. So, hier direkt bitte den Wohnraum erweitern. Funktioniert nicht, ist nämlich buggy an der Stelle. Mein Gott, was habe ich denn heute Nacht wieder? Es tut mir sehr leid. So, das ist übrigens das Gefolge von oben aus meinem Herrenhaus. Und das kann ich übrigens manuell anpassen. Kann ich Rüstung verbessern, kann den Körper anpassen, was die tragen werden, welche Waffe die tragen. Expertise wird wahrscheinlich dann auch irgendwas. Beamten nimmt einen der Bewohner in eure Gefolge auf. Beamte anwerben. Hat eine Narbe am allerwertesten, die angeblich von einem Kampf gegen einen Drachen stammt. Achso, das ist mein 5-Mann-Gefolge.
Dann ist das so. So, mal gucken, wie es aussieht, wenn wir hier was pflanzen. Und man sieht einfach gar nichts. Also der Setzling muss noch kommen. Wenn es wie Obstbäume ist, dann müssen die ja wirklich 3 Jahre wachsen, die Bäumchen, wie die hier vorne. Gesetze verfügbar. So, strenges Fasten. Die Bewohner lassen jede 5. Mahlzeit aus. Reduziert den Nahrungsverbrauch, senkt aber auch die Zufriedenheit. Oder wilde Tiere in üppigen Vorkommen. Pflanzen sich doppelt so schnell fort, als liefern Feldfrüchte um 50% weniger Ertrag. Ist ja auch totaler Bullshit. Entschuldigung. So, Brennstoff haben die Leute sogar überwiegend schon Holzkohle bei sich in den Häusern. So, mit T durch die Region schalten, die unter unserer Kontrolle sind. So, ich habe gerade gedacht, verdammt, Dark, ich habe keine Waren mehr. Doch, in meiner anderen Region. Das ist ja nicht übergreifend über die Region. Das ist ja so ein bisschen wie, wie bei Timberborn, dass das alles unterschiedliche Dörfer sind. Oder Städte oder Siedlungen. Und die bauen sich dann halt auf. Weil das hier wäre ja denn die Siedlung von Zweiau. Und Zweiau könnte, sage ich mal, auch in eine gewisse Richtung gehen. Wo ihr natürlich dann darauf kommt, du kannst halt mit einem Dorf wahrscheinlich nicht die komplette Entwicklung freischalten. Weil irgendwann ist halt Schluss mit Entwicklungspunkte. Also machst du eine Fokussierung. Ach, baut ihr doch das zweite Ding hier drin. Okay, das Banditenlager können wir wirklich räumen. Ah ne, doch nicht. Das soll mal schön unser, in Anführungsstrichen, KI-Gegner machen. Deshalb schickt er manchmal auch Truppen raus. Thank you.
Nachdem ich übrigens die Windmühle gebaut habe, kann ich auch nicht mehr sehen, ob die irgendwie Effizienz... Ah, Moment, jetzt sehe ich gerade was. Da kann ich den Bau pausieren. Alle bauliche und arbeitsbezogene Aufgaben pausieren. Entschuldigung, ich wollte da nicht so hart sein, aber es scheint das zu sein, was ich gesucht habe. Dann kann ich auch in der Schmiede aufhören, hier mal Hämmer zu produzieren. Was haben wir noch? Die 2 ist die Stufe, ne? Aber es war doch ein bisschen sehr versteckt. Ist noch nicht etabliert, die Route. Das überhaupt noch Sinn? Ne, wir machen dann Gerste ab nächstes Jahr. Heute werden ja in Leder schon umgewandelt, dann könnte ich das Leder auch wahrscheinlich auch zu irgendwas machen. Das ist alles, ja, Leinen. Super. Der Schuster wird wahrscheinlich Leder verwenden. Hier kommt der Mann, der wirklich gar nichts anderes kann, außer Spiele spielen. Von früh bis spät, er spielt.
Die Spiele machen Spaß, doch manchmal ist doch was dabei, was er nicht mag. Lülülülülü. Okay, Schusterwerkstatt, macht bestimmt was jetzt aus Leder, du siehst aber nicht was. Das ist natürlich, oder wie viel Leder gebraucht wird, um diese Schuhe herzustellen. Er hat aber direkt 5 Schuhe hergestellt. Auf Anhieb, also sofort. Halt, ein fleißiges Kerlchen. Erstmal so, und wir haben ja auch noch, ja, Malz kommt ja nächstes Jahr, Schafzucht, Arbeiter sammeln Wolle von weinenden Schafen ein. Wir haben natürlich noch gar keine Schafe. Aber wir können Schafe einkaufen. Irgendwo. Direkt vom Friedhof leben kommt immer gut. Ihr macht das schon. Du bist mir gerade erzählen, dass die Weidenfläche an die Schafzucht angrenzen muss. Nö, er sagt trotzdem Weinfläche 5. Komisch. Aber ein Pferdchen in die Weinfläche kann ich das Ding auch nicht, ne? Ah, Hilfe! Zu viel Steuern! Ich bin zu gieriger Herrscher.
Ach, Hund rutscht mir gerade von meinem Schoß runter. In 24 Tagen wird schon geerntet. Aber ich weiß noch, wie in der Demo, sag ich mal, du Leute mit Brot kaputt schmeißen konntest. Weil es einfach so viel war, was dabei rumkam. Aber er hat da ganz schön runterjustiert. Damit das nicht mehr so einfach ist. Die Erntezeit hat begonnen. Steht einfach jetzt dran, Ertrag 7. Die haben auch nicht, die sind auch nicht ausgewachsen. Also 52% gewachsen und ich weiß nicht, woran das liegt. Es kann ja nicht sein, dass ich wirklich 8 Leute brauche. Ich habe da auch schon den verstärkten Flug und sowas. Vielleicht darfst du einfach nur mit einem Bauernhaus nur ein Feld bewirten. Aber dann wäre das ja ein bisschen sehr viel. Also nur einen Morgen. Zu bewirten, scheint ein bisschen wenig zu sein. Vor allem, wo ist der Weizen hin? Also, die Windmühle ist zurzeit ja nicht besetzt. Das irritiert mich gerade ein wenig. I'll go deaf from all that hammering. Vor allem, dass sie es danach nochmal flügen. Also es scheint so in diesem Prozess des Aussehen und des Flügens und des wieder Abbauen ein Fehler drin zu sein. Warum hasse ich dieses Fruchtwechsel der drei Jahreszeiten?
weil du eigentlich immer wieder am Nachwechseln bist. Also du kannst ja nicht ein Jahr brach liegen lassen und dann irgendwas anderes anbauen. Weil da können wir es mal eben machen. Also stopp, wir machen es ein bisschen anders. Bevor du jetzt hier anfängst, den zu zerlegen. Das sind Straßen vom König, die können nicht entfernt werden, okay. Schon einen Trick rausgefunden, so gesehen. Kannst das Feld einfach abreißen, neu bauen, dann ist die Fruchtbarkeit wieder hergestellt. Denkst du ja auch so. Okay. Kann man mal machen. Aber wie gesagt, keine Ahnung, wo der Weizen hin ist. Wo ist der Weizen hin? Wo ist der Zeltas? Oder was auch immer. Aber es ist halt einfach verschwunden. Ja, und nun? Keine Ahnung, was nun. Verhungern im Winter. Nahrung nur für 3 Monate. Könnt hier drüben natürlich einen Aufbau machen und... schauen, ob ich das verstärken kann. Ich glaube, das wird aber nicht viel verändern. Es regnet schon wieder. Es lohnt sich schon wieder, keinen Screenshot zu machen, weil einfach das Wetter scheiße ist. Wir sehen hier wieder fröhlich im Oktober aus. Was ja auch hier steht, es steht ja Herbst, Ernten, Pflügen und Aussaat von Nutzpflanzen. Aber mir kommt das irgendwie falsch vor. Da leben gar keine Leute. Wer soll den Hühnerstall betreiben? So, hier wäre zum Beispiel noch jemand, der hier wohnt. Das hier ist alles leer. Hier oben lebt auch noch keiner.
Scheiße. Verklickt. Komischerweise haben wir auch Brot, aber ich weiß nicht, wer es produziert. Also einfach aus dem Nichts. Muss jemand der Gemeinschafts Produktion gemacht haben. Familie hat sich niedergelassen. Aber wir sind schon wieder am Ende der Zeit. Also was auch immer meine Leute hier unten wieder veranstalten. Ich weiß es nicht. Also sie sehen natürlich jetzt wieder aus. Und alles fängt schon wieder ein bisschen an zu wachsen. Aber nächstes Jahr läuft der Prozess ja genau wieder so. Kann natürlich sein, dass durch den Fruchtwechsel dass der nicht richtig funktioniert. Und deshalb wird das Feld dann auf Null gesetzt, wenn das zweite Jahr dann anbricht. Weil nach November ist der vorbei. Saisonale Ressourcen sind aufgebraucht im Winter, der Brennholzverbrauch verdoppelt sich. Ein Mangel an Brennholz kann Erfrierungstode hervorführen. Hervorbringen. Kann ja natürlich alles sein. Da lebt niemand. Müssen wir keinen Ausbau machen. Sonst haben wir nämlich das Hämmerchen hier, dass da noch ein Ausbau geht. Aber wenn da keiner lebt, bringt das ja nichts. Nein, es regnet schon wieder. So, Ladies. Ich verabschiede mich dann mal, weil ich habe jetzt noch eine Stunde gespielt für den Abend. Kommt ja in alles relativ Zeiten auf dem Kanal auch raus und wir werden ja auch ein bisschen im Livestream weitermachen. Wahrscheinlich auch einfach in der Stadt hier. Weil werde ich so ein bisschen nochmal Sachen erklären vom Grundprinzip her. Und mich darüber aufregen, dass man nicht sehen kann, wie die Leute hier neue Bäume pflanzen. Beziehungsweise jetzt langsam wird es besser. Aber einfach habe ich gedacht, das Forsthaus will mich verarschen. Also da kommt ja überhaupt nichts. So, mach mal einen Kräutergarten hier, das hilft noch gegen Krankheiten. Ein Arbeitsbereich ist leer. Ja, der ist gerade leer, weil wir Winter haben. Aber es ändert sich ja wieder. So. In dem Sinne, vergesst nicht, Daumen nach oben, Kommentar. Schreibt einfach, was ist euer Lieblingsmittelalterfilm? Und ich mag übrigens Ritter aus Leidenschaft. Sehr kitschig, ich weiß. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Schöle, euer Imperator.